Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. Was wir letztes Mal gemacht haben, waren die Getter und Setter. Ich habe hier mittlerweile ein bisschen aufgeräumt, damit es ein bisschen übersichtlicher wird und werde euch heute zeigen, was ich euch schon öfters erwähnt habe, denn es geht diesmal um Static, wie ihr wahrscheinlich in der Überschrift von dem Video sehen konntet. Gut, wir sehen hier, wir haben eine Static Void Main. Daher kennen wir das Ganze so ein bisschen, aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Und zwar verrate ich euch jetzt, Static ist ein weiterer Modifikator. Einfach zusätzlich zu Public oder Private eingeben oder Internal von mir aus. Public, Static und keine Ahnung, dann eben den Typ. So, und jetzt sagen wir mal, wir haben einen Helden und dieser Held ist für jeden Hund gleich. Das heißt, wir haben hier diesen ultimativen Helden namens Lassie. Ihr kennt wahrscheinlich noch. Habe ich gerade nachgegoogelt, was wohl der berühmteste Hund ist. Und das ist der Held aller Hunde. Der ist für alle Hunde gleich. Deswegen brauchen wir diese Variable auch tatsächlich nur ein einziges Mal für alle Hunde. Sprich, das ist eine Klassenvariable. Sie ändert sich nicht, wenn wir irgendwie einen Hund instanziieren, sondern sie ist für jeden Hund gleich. Deswegen habe ich hier, ist public? Ja, ist public. Deswegen habe ich hier auch nicht die Möglichkeit, irgendwie über Fifi.hero zu gehen. Ist einfach nicht da. Sondern. Wir müssen über, dann machen wir das gleich hier rein in console.writeline. Wir gehen direkt über die Klasse Hund. Das heißt, wir sagen hier Hund, Punkt und dann Hero. Und dieser Hund, beziehungsweise dieser Name von diesem Hund, ist für alle Hunde quasi gleich. Das ist auch wirklich das Einzige. Und wir sehen hier, es gibt es direkt aus. Die Hundinstanzen haben tatsächlich diese Variable hier nicht, sondern die ist tatsächlich nur in der Klasse drin. Das heißt, ihr könnt da auch wirklich nur mit Klassenname, Punkt und dann eben Attribut oder was auch immer drauf zugreifen. Dasselbe könnt ihr auch machen, wenn ihr zum Beispiel hier unten eine Funktion static macht. Dann benutzt ihr diese Funktion nicht mehr mit Fifi. Sekunde. Fifi. Wie habe ich es genannt? Laut von sich geben, sondern ihr benutzt es jetzt auch mit Hund.laut von sich geben und das wird hier schon vorgeschlagen. Genau, also wenn static ist, dann einfach immer direkt über die Klasse gehen und wenn man es manipuliert, ich mache das jetzt nochmal raus, wir arbeiten jetzt mit der Variablen weiter. Na, da war es doch gerade so. Das static machen wir auch nochmal raus. Also Methoden funktioniert einfach genau gleich wie bei Variablen. Wenn man es ändert, dann ändert man es für alle. Das heißt, wenn ich jetzt hier Hund.hero ändere, es existiert wirklich nur eine einzige von diesen Variablen, nicht wie bei den Anzahl an Beinen, die sich pro Hund unterscheiden können, sondern es existiert wirklich nur eine für alle Hunde. Das heißt, wenn ich jetzt hier schreibe Hund.hero ist gleich Bello. Ups, Fellow, okay, Fellow, warum nicht? Dann ist plötzlich auch wirklich für alle Hunde dieser Held ein Bello. Und ja, genau. Also das ist eigentlich auch schon, es ist wirklich eine Variable von der Klasse und nicht von der Instanz der Klasse. Das ist der große Unterschied. Das heißt, was wir hier bisher gemacht haben, Hund Fifi, Hund Bello gleich, New Hund, das sind dann Instanzen der Klasse. Aber wenn ihr eine Static-Variable oder ein Static Methode habt, dann ist es tatsächlich direkt von der Klasse eine Variable bzw. eine Methode. Und was dann natürlich leider auch passiert, ihr könnt dann nicht irgendwie von, ich mache den hier jetzt nochmal raus, gehen wir nochmal auf die Methode über. Ups, brauchen wir auch nicht. So, wenn jetzt hier diese Methode static ist, dann haben wir logischerweise auch, weil wir nur in der Klasse sind, haben wir keine Möglichkeit, irgendwie auf die Anzahl an Beinen drauf zuzugreifen. Ihr seht, hier kommt gar nichts. Auch wenn ich über this gehe, kommt nichts. Denn wir haben überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwas davon zu wissen, weil wir diese Methode nur einmal insgesamt haben. Also für alle Hunde haben wir diese Methode. Aber die Anzahl an Beinen und der Name ist pro Hund unterschiedlich. Das heißt, wir können nicht wissen, was jetzt hier Anzahl an Beinen oder Name von einem Hund ist. Deswegen sagen wir, okay, wir haben überhaupt keinen Zugriff darauf. Allerdings, wenn wir hier diese static int abc gleich 2, dann können wir hier drauf zugreifen. Also wie gesagt, auf diese static Variablen können wir drauf zugreifen in den static Methoden.
aber auf die Nicht-Static-Variablen können wir nicht drauf zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ABC benutze, sage ich einfach plus plus und das funktioniert, das ist alles kein Problem. Ja, das ist im Prinzip auch schon alles, was ihr wissen müsst. Static bezieht sich immer nur auf die Klasse und nicht auf die Instanz der Klasse. Das ist wirklich alles. Viele haben damit Probleme und ja, falls ihr da irgendwelche Fragen dazu habt, würde ich euch einfach bitten, schreibt mir. Genau. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.